Wie wusstest du immer, ob du da jetzt pennen kannst? Das nicht irgendwie. Ich bin da so ein paranoider Mensch, der sagt, Alter, ist es jetzt hier, schimmelt das asozial, stürzt das ein oder. Ja, gut, ist ein bisschen Bauchgefühl, ne? Also wir haben auch. Wir haben halt auch in Räumen übernachtet, wo ich so am Morgen ein bisschen dolle husten musste und dachte mir so, ah, das war jetzt, glaube ich, nicht so clever, hier zu schlafen. Ernsthaft? Ja, wenn es halt schimmelig ist und sowas oder so gammelig so eine Location. Also klar, es gibt so ein paar Sachen, wo ich immer darauf achte, dass wenn ich halt immer in so Gebäuden unterwegs bin, ich gucke halt immer an die Decke im Sinne von, wie sieht die aus und gehe ich damit eine Etage höher. Weißt du, wenn ich jetzt hier schon sehe, dass der Putz von der Decke ist und da irgendwie nur noch so Holzsachen rumgucken und da alles nass ist, dann brauche ich keine Etage mehr höher gehen, weil ich sage, es ist halt alles gammelig. Und das siehst du meistens halt eher von unten und von oben manchmal nicht.